Wir biegen jetzt in die Zielgerade ein. Es ist guter Brauch geworden, dass das LPR-Forum Medienzukunft sich ein Fazit leistet von jemandem, der zugehört hat, der gewichtet hat, der wertet, zusammenfasst und sein persönliches Fazit zieht. Das ist in diesem Jahr Ludger Fittkau, der das übernimmt. Er ist ein Radiomann mit Leib und Seele, auch wenn er sich gelegentliche Ausflüge ins Fernsehen leistet. Er ist der Landeskorrespondent des Deutschlandfunk in Hessen. Zuvor war er auf der anderen Seite in Rheinland-Pfalz. Und ja, Herr Fittkau, wo sind Sie? Hier sind Sie. Wunderbar. Ich habe Sie immer da hinten vermutet. Jetzt gehört für den Schlussspurt die Bühne Ihnen. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Ja, vielen Dank. Vor allem jetzt auch an die letzte Runde, die auch schon mal noch Punkte aufgegriffen hat, die ganz wichtig sind. Ich hatte eine Folie. Kann die eingespielt werden mit ein paar Stichworten, die ich einfach gesammelt habe? Stichworte, die mir sozusagen heute in den Sinn gekommen sind zu dem, was wir hören. Es sind einige Punkte, die wir gehört haben und vielleicht auch ein, zwei Punkte, wo man vielleicht ein bisschen weiter diskutieren könnte. Zunächst mal vielen Dank für die Begriffe, die ich heute noch mal gelernt habe, die aktualisiert worden sind. Wir haben ja am Anfang den Begriff Plattform sozusagen als Metapher noch mal vorgeführt bekommen und mir zumindest ist klar geworden, das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen über diese Begriffe nachdenken. Ich fand das sehr anregend zu hören, dass man eben nicht von einem festen Untergrund immer ausgehen muss, dass da viel in Bewegung ist, dass da Kommunikationsprozesse laufen, die mit diesem Bild der festen Plattform des Podiums nichts zu tun haben, aber auch andere Begriffe, die wir jetzt noch gehört haben. Ich wusste nicht, Herr Spitz, glaube ich, staatsähnlich, haben Sie gesagt, sind diese Akteure staatsähnlich? Interessanter Begriff, wenn man das auch sozusagen juridisch weiterdenkt, fand ich interessant. Bis hin zur Wiedererdeckung der Zeitungsente, das fand ich jetzt auch irgendwie interessant, weil natürlich ist schon die Frage, wie ändert sich jetzt mit dem globalisierten digitalen Raum diese Lüge in der Presse oder der Fehler und so weiter. Frage müsste man auch diskutieren. Emser Depesche haben Sie genannt. Heute haben wir globale Prozesse. Bernard Perksen hat ja in seinem Buch zum Beispiel, das ist das Stichwort, das wollte ich einfach noch auch mal einbringen, wenn Journalismus 2+0 tötet, geschrieben von diesem Pfarrer da in Amerika, der diese Bibelverbrennung, sie erinnern sich, vor ein paar Jahren vorbereitet hat. Und das hat ja wirklich zu einer wirklich globalen Krise geführt. Staatsmänner der ganzen Welt waren eingeschaltet, Demonstrationen, Tote in Kaschmir und in Afghanistan. Also da merkt man schon, selbst die Emser Depesche war ja irgendwie auf Europa, auf die Krise in Europa begrenzt. Das ist heute nicht mehr so. Also da haben wir plötzlich Situationen, die Entfesselung in einem ganz weitgehenden Sinne bedeuten. Das ist, glaube ich, auch ansatzweise heute auch schon deutlich geworden, müsste man weiterdenken. Interessanter Begriff für mich auch, der Begriff der Vorder- und Hinterbühnen, der mehrmals auch benutzt wurde. Man kann, glaube ich, deutlich, oder ich merke mir das, dass die Vorderbühne ist verlockend. Ja? Die Leute können sich da ausdrücken, können sozusagen mit Medien spielen. Das ist ja was Wunderbares. Das ist ja ein Angebot, ne, mit Fotos, mit Bewegtbildern, mit Text und so weiter umzugehen, sich, ne, also selbst sozusagen stark ausdrücken zu können. Mit dieser Verlockung arbeiten ja diese neuen digitalen Mächte. Aber wir müssen immer auch diese Hinterbühnen sehen. Ich glaube, dass da die Reflexion stärker wird. Das Stichwort war ja Schule, war Vermittlung. Ich glaube, dass tatsächlich die Reflexion stärker wird. Ich habe gestern noch irgendwo gehört, dass viele mit Facebook nicht zufrieden sind, weil dieser Algorithmus eben sozusagen so gewichtet und auch die Suche nach anderen, nach alternativen Suchmaschinen auch bei den jungen Leuten stärker wird. Das könnte einem ja dann auch schon wieder Hoffnung geben, dass da möglicherweise sich etwas bewegt. Aber die Hinterbühnen müssen in den Blick genommen werden, diese Mächte, das muss man politisch, juristisch tun, aber das muss man natürlich auch sozusagen gesellschaftlich tun. Das ist insofern völlig richtig, das ist eine Debatte auch über gesellschaftliche Punkte. Und ich finde auch Perksens Idee, zu sagen, die Prinzipien des Journalismus, ja, also Recherche, Gegenrecherche, nichts glauben, sondern erstmal selbst die eigene Großmutter sozusagen hinterfragen, wenn sie irgendwas erzählt, das ist natürlich schon einfach Bildungsgut. Da ist natürlich auch sind auch die Medienanstalten ja dabei, Landesmedienanstalt hier in Hessen und andere, aber das müsste man ausweiten. Das muss natürlich auch finanziert werden.
schreiben. Ich finde das ja auch schon toll, dass Zeitungsleute in dieser Situation das machen, in Schulen gehen. Aber das müssen auch die tun, die vielleicht auch über Rundfunkgebühren verfügen und so. Da muss man auch als Gesellschaft auch mit politischen Mitteln noch stärker etwas tun, denke ich, um diese Ideen einer redaktionellen Gesellschaft, die also sozusagen nach redaktionellen Prinzipien vorgeht, zu vertiefen. Ich habe natürlich einen Punkt, der mich natürlich auch irgendwie umtreibt. Jemand hat den Begriff genannt heute von der Persönlichkeit, gucke ich mal gerade nach, wie das genau hieß, von der Social-Media-Persönlichkeit. Das wäre jetzt so der Punkt 4. Sind wir auf dem Weg dahin, so einen neuen Menschentypus quasi sozusagen, wird der kreiert, wird der geschaffen durch diese Social-Media-Strukturen? Jemand hat auch geschrieben von den, ich glaube Perksen, von den FOMOs, also diese Leute, die the fear of missing out unterwegs sind, die also ständig mit dem Smartphone quasi nur noch unterwegs sind und im Grunde sozusagen in einer eigenen Welt leben. Haben wir da das Problem, dass wir möglicherweise einen Sozialisationstypus sozusagen des digitalen Zeitalters vor uns haben, der ganz neue Herausforderungen mit sich bringt? Natürlich letztendlich müssen wir mit Bildung, mit klassischen Idealen arbeiten, aber die Frage müsste dann sicher auch weiter diskutieren. Das ist ja da angedeutet worden, also die Frage, was sind das für Leute, ne, die da sozusagen durch diese neuen Öffentlichkeiten, Medien, Intermediären hervorgebracht werden? Das sollte man sicher auch nochmal weiter diskutieren. Wo ich natürlich ein bisschen auch kommentieren würde, Frau Misselhorn hat ja diese Frage angesprochen, wie kann man jetzt sozusagen diese Maschinen irgendwie mit ethischen Prinzipien bestücken. Sie hat auch das Thema, ich habe es rausgegriffen, angesprochen, die drei Gesetze der Robotik und andere Gesetze. Ich finde, wenn man das autonome Fahren mal als Beispiel nochmal aufnimmt, ganz kurz, ich finde schon, dass man aus diesen drei Gesetzen der Robotik von Asimov fürs autonome Fahren schon etwas schließen könnte, dass uns auch diese Dilemmata, ja, also ich entscheide mich für utilitaristisch, für die größere Zahl, indem ich sozusagen die Straßenbahn oder das Auto nach links lenke und dann quasi einen töte statt fünf, das ist ja eine utilitaristische Entscheidung, die möglicherweise durch Asimovs Grundregeln tatsächlich dann verhindert wird. Ich lese mal kurz vor. Also das ist ja schon ein Punkt. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Das würde ja für unser Bild, für das Bild, das wir vorhin bekommen haben, bedeuten, dass man eben die Straßenbahn oder das autonome Auto so programmiert, dass es einfach stehen bleibt, dass es nicht dazu kommt, dass es auf diese Menschengruppe zufährt und da sozusagen die eine Gruppe tötet und die andere nicht. Das wäre also, wenn man Asimov ernst nimmt, wäre eben diese utilitaristische Entscheidungssituation einfach nicht da. Ja? Also um das mal nochmal deutlich zu machen. Zweiter Punkt. Ein Roboter muss Befehle eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Also das heißt, ein solcher Roboter darf nie vollkommen autonom handeln. Also insofern ist er auch keine Moral, ist das auch keine, wirklich keine Moral in dem Sinne, wie wir das von Kant kennen, sondern Frau Misselhorn hat ja funktionale Moralität oder sowas ins Gespräch gebracht. Das ist was anderes als das, was wir stark mit dem Kantschen Moralbegriff verbinden, der ja unsere Rechtstradition begründet. Also ist ja nicht Grundgesetz und so weiter, es ist Kantsche Moralbegrifflichkeit und nicht amerikanischer, angelsächsischer Utilitarismus, um es nochmal da das ein bisschen auch mal zuzuspitzen an dem Punkt. Und der dritte Punkt war ja, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Also das heißt, völlig klar, die Menschen stehen im Vordergrund, alles andere ist sozusagen abgeleitet und da kann es keine autonome Form von Moral in dem Sinne geben. Das ist einfach, um das nochmal herauszuheben. Ein Punkt, den ich vielleicht fürs Weiterdenken noch ansprechen wollte, Stichwort europäische Datenalternativen. Wir sprechen ja immer über diese US-Konzerne, ne? Big Five haben Sie noch mal genannt, die ja natürlich auch von ihren Umsätzen und von ihrer Vorgeschichte her so stark sind. Wir wissen aber auch, es entstehen andere Akteure. Wir haben China, wir haben Alibaba, die drängen auch zunehmend auf den europäischen Markt. Das ist so eine Amazon-Struktur aus China mit dem digitalen Kommunismus im Hintergrund, auch ein Begriff, der ja wichtig ist. Das ist ja keine demokratischen Strukturen. Die haben wir jetzt natürlich im Falle von Kontrollierbarkeit von Facebook und Google auch nicht in der Form. Aber da kommt ja noch mal was Neues auf uns zu. Die Frage ist natürlich, was passiert in Europa? Und da muss ich sagen, fand ich interessant, unlängst auch in Frankfurt nochmal eine Diskussion erlebt zu haben. Da tut sich ja was. Also da entstehen Plattformen, die sind interessant, also die sind natürlich ungewöhnlich, weil zum Beispiel da auch private
Konzerne des alten, sozusagen der alten Ökonomie, kann man sagen, mit staatlichen Institutionen zum Teil zusammenarbeiten. Ich nehme mal ein Beispiel, da gibt es so eine Plattform, die ist in Gründung sozusagen, Verimi heißt die, ich weiß nicht, ob die schon jemand mal gehört hat. Das ist eine Plattform, die besteht aus Konzernen wie der Telekom, wie Siemens, wie ich glaube Siemens, Daimler, dann ist da die Bundesdruckerei interessanterweise bei, der Axel Springer Verlag, also sozusagen Unternehmen, Großunternehmen, privater und öffentlicher, mit öffentlichem Hintergrund, die entwickeln jetzt diese Plattform Verimi und versprechen, dass sie sozusagen die neuen europäischen Datenschutzregeln einhalten wollen. Das heißt also, das, was jetzt kommt, die Datenschutzgrundverordnung, vielleicht kommt ja auch eine E-Privacy-Richtlinie, die nochmal weitergeht, die zum Beispiel möglicherweise dann diese Scoop, wie heißen die, diese Such, nicht Scoopies, sage ich jetzt, also diese, wenn man irgendwie draufklickt und dann kriegt man automatisch da irgendwie sozusagen Cookies, genau, und diese Cookies sozusagen, der Begriff fiel mir nicht ein, die werden dann möglicherweise einfach durch diese E-Privacy-Richtlinie, wenn die so umgesetzt würde, werden die unmöglich gemacht, und da verspricht Verimi, dass sie das eben auch sozusagen verhindern, dass sie nicht damit arbeiten mit solchen Dingen, dass sie sozusagen Daten anders schützen, dass sie diesen Datenschutzrichtlinien entsprechen. Interessant, europäisches Konglomerat, ob die erfolgreich sind, weiß ich nicht, aber das sind sozusagen, wäre so ein Weg, den man vielleicht gehen muss. Die Datenschützer, ich habe den Hamburger Landesdatenschützer erlebt, die finden das erstmal interessant. Die sagen, das sind Alternativen, europäische, kontinentale Alternativen möglicherweise, die spannend sind. Also die haben da kein großes Problem mit. Ein interessanter Punkt, der ist heute jetzt nicht so angesprochen worden, der ist kurz angedeutet worden, Allianz für Aufklärung hieß das als Stichwort. Wenn man jetzt die Wissenschaft mit einbezieht, muss man natürlich auch gucken, dass die Wissenschaft mit ihren Daten genauso vernünftig umgeht. Das ist auch ein Problem. Ja. Also wir haben im Koalitionsvertrag der GroKo, wenn sie denn kommt, haben wir ein Projekt, das heißt Nationale Forschungsdateninitiative. Da geht es darum, dass die Wissenschaftler bisher auch in Deutschland sehr schnell ihre Daten irgendwie in Google sozusagen stellen und mit Google Handwerkszeug arbeiten, dass Bibliotheken wie die Bayerische Staatsbibliothek Verträge mit Google macht und da sozusagen Kulturgut an Google ausliefert, sozusagen Bücher digitalisiert und solche Dinge. Da ist auch Wildwuchs, und auch da wäre sozusagen wichtig, dass da eben auch sozusagen die Datenautonomie, die Datenhegemonie sozusagen zurückkommt an die Wissenschaftler selbst. Da müssen Strukturen geschaffen werden. Diese Nationale Forschungsdateninitiative wird von Wissenschaftsorganisationen getragen, ist sehr teuer, aber da vielleicht tut sich in dem Feld was, das muss jetzt kommen, und das ist jetzt im Koalitionsvertrag drin. Nur mal um so deutlich zu machen, das könnte auch mit Frankreich zusammen passieren. Also da ist viel in Bewegung, und ich glaube, dass man da auch nochmal weiter schauen muss. Das so ein paar Stichworte. Ich kann jetzt auf viele Dinge nicht eingehen. Ich fand das wirklich eine anregende Veranstaltung. Ich hoffe, dass auch noch weitere Diskussionen vielleicht gleich noch da beim Empfang möglich sind. Und ich belasse es erstmal dabei. Vielen Dank.